Wir folgen Wahl, um die Rache der Nora zu Ende zu führen. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn and the Frozen Wilds. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Wahl. Du wirst es gleich sehen. Ja, ich bin auch schon gespannt auf die große Ringmauer, die es zu zerstören geht, damit der Nora-Stamm erfolgreich eindringen kann und die Kaja ja, unter Druck setzen kann. Oh, Räuberleiter. Sexy. Really good. Hey. Nimm meine Hand. Oh, lauter verdorbene Viecher und Kultistenschergen. Nimm du den da rechts. Wen? Warte, ich muss erstmal. Ah, ich kann nicht. Okay. Mir fehlen immer Drähte, Alter. Ich brauche unbedingt mehr Drähte. Ich muss unbedingt einen Händler finden, mit dem ich tauschen und wen da rechts? Den da rechts. Den da rechts? Ja, das ist der einzige, der hier ist. Oh ne, hier ist einer. Oh, hier ist einer. Habe ich eigentlich diese Fertigkeit, diesen Jump? Ich schlag von oben. Drücke R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinen und gegen Menschen zu erledigen oder... Okay. Okay, dann machen wir das. Ich bin müde, aber ich mache weiter. Boah. Für den Schatten. Für... Ich hatte eigentlich gedacht, R1 gedrückt zu haben, aber... Das sieht nicht so aus. Sind jetzt alle wach eigentlich hier? Ich hab ja voll ins Schwarze gestochen. Möge der Schatten dich verzehren! Gut. Habe ich noch Wahl? Eben nochmal einen mitgegeben. Jetzt mal hier schnell alles, was ich noch tragen kann, aufnehmen. Es ist leider nicht mehr so viel, was ich tragen kann. Das war auch nicht so gut, glaube ich, hier jetzt so einzudringen. Wüstenglas war ich jetzt gut. Schade eigentlich, habe ich jetzt aber keine Lust. Draht! Da ist Draht gewesen. Ich muss hier unbedingt aus meinem Inventar was rausmachen, damit ich noch Draht aufnehmen kann. So, was haben wir denn hier? Metallgefäße. Habe ich so viele, hau ich welche weg. Und jetzt will ich nochmal den Draht aufnehmen. Das ist doch super, weil... Jetzt kann ich meine... Präzisionspfeile basteln und dann nehme ich natürlich auch den Präzisionsbogen. Wenn ich jetzt hier gleich... wo ist er denn hingelaufen? Ach so, hier hoch. Hallo? Warum komme ich hier nicht hoch? Noch zwei. Nimm du den linken. Ich komme nicht hoch, Kollege. Oh, fuck, man. Oh! Ich sehe überhaupt, wo muss ich denn lang? Ist das ein Chaos gerade? Ich bin hier irgendwie eingesperrt. Ich komme hier nicht durch. Irgendwas mache ich falsch. Geht's hier lang? Nein. Was mache ich denn hier? Was denn nur? So, hier waren wir. Wo ist er denn jetzt langgelaufen, der Kollege? Ich verstehe es nicht. Das ist der Ring. Wir sind im Ring. Wir wollen jetzt hier weiter. Es geht hier nirgends durch. Hä, sag mal, hackt's oder was? Wo geht's lang? Ah.
Und warum ist dieses Monster abgehauen schon wieder? So, hier. Ah, hier geht's hoch, alles klar. Das Ding habe ich nicht gesehen. Ja, gut. So. Ich habe die Präzisionspfeile. Nein. Wo sind noch mehr? Das sind die einzigen beiden. Das hat genauso geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schön durchschleichen hier. Und weiterlaufen. Oh, da sind große Feuerbrüllrücken wieder. Die hasse ich ja. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Und? Das schlägt eine Bresche für die Nora. Wenn das klappt, Alter. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Und hoffentlich kommst du auch zurück, Kollege. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. So, na, dann machen wir das mal. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ja, ich habe schon verstanden, dass es so eine Stealth-Mission ist. Aloy, aber gut, er läuft hier immer im Kreis. Alles Klärchen, Bärchen. Hier unten steht einer. Der hackt da irgendwas rum. Und ansonsten... Ja, stehen hier überall welche. Ich nehme an, ich muss hier unten lang. So. Zwischenstopp. Muss ich den killen oder kann ich einfach an den... Na, ich glaube, ich muss den umnieten. Oh, da ist einer. Sieht er mich? Nein, ich bin im Gras, ne? Ich bin doch hier versteckt. Wo geht der denn lang? Aha, der geht gleich wieder zurück hoch. Der rennt da immer hoch und runter. Aha. Mein Gott, ist das spannend. Und jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Da hinten ist auch so ein Lohbehälter. Hm. Aber wenn ich den hochjage, werde ich doch bestimmt entdeckt. Gut, ich mache jetzt hier mal... ganz langsam. So. Ah, gut, und weiter. Bevor ich hier entdeckt werde. Okay. Jetzt wird's spannend. Wo ist er? Oh, der kommt direkt auf mich zu. Alright. Und weiter. Ich brauche Unterschlupf irgendwo. Wo sind hier Leute? Hier rechts ist einer. Scheiße, Mann. Wie weit ist es denn? Schenkt mir keine Beachtung. Wie weit ist es denn noch? Ja, renn weg von mir. Sehr gut. Ich muss nur richtig auf die Lure zielen und schießen. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lure. Na scheiße, ich hätte doch... Ich hätte doch... Ah... Hier aus müsste ich die Okay, das ist ein kleiner, ja, irgendwie komisch. Okay, das war komisch, aber was geht jetzt ab, Alter? PTF, jetzt ist hier voll der Mega-Fight, oder was? Boss-Fight ohne Boss? Boah, haut erstmal ab. Okay, der erste ist down. Schon mal was?
Den haben wir auch. Oh, hier ist ein hier ist ein Motherfucker. Der ist nervös hier. Oh, der hat noch so viel Leben, Mann. Wow. Wie ich den hasse. Ja, lass mich in Ruhe, Kollege. Ach so, ich kann ja zwei Pfeile auflegen. WTF. WTF. Show me your ugly face, buddy. Zweiter Pfeil drauf und... Vielleicht... Oh! Den habe ich nicht... Wow! Scheiße! Du hast doch keine Chance gegen mich, Kollege. Boah, so viele meiner Leute hier. Boom. Haben dich dich. Oh! Okay. Das war's wohl! Meine Fresse, war das aufregend. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Die Blutschuld. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja. Denk daran. Wir haben alle abgeschlachtet, wir sind die Kings. Alrighty. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Nur vielleicht sollten wir die auch erkunden. Hauptquest abgeschlossen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren. Ja, ja, Olin weiß. Kommt als nächstes. Jetzt geht es erstmal darum, hier mal alles aufzulooten. Die Nora haben Rache genommen. Was kann es Schöneres geben? Es war ein bisschen merkwürdig zwischendurch, muss ich sagen, mit diesem, naja, jagt die Lohe hoch und ich einfach nur so drauf zugerannt. Naja, hat ja alles geklappt. Ja, schön, Metallscherben, ich mag das. Ich habe schon 877 Metallscherben. Das ist sehr schön. Das ist wirklich schön. Da kann ich mir wieder mal eine neue Waffe oder mal eine neue Rüstung oder so kaufen. Und vor allem genug Draht, um auch in Zukunft Präzisionspfeile zu bauen. Weil, wie ihr ja gerade gesehen habt, ist das schon ganz geil, wenn man so... zwei Präzisionspfeile auflegt und die fast so 200 Schaden machen, wo die anderen normalen Pfeile irgendwie so 30 irgendwas machen. Gesundheitstank, sehr schön. Mein Gott, hier liegt so viel Zeug rum, ey. Wahrscheinlich lasse ich immer noch die Hälfte liegen. Ah, hier ist nichts weiter. Hier, sage ich ja. Kein Platz. Ja, Metallgefäße habe ich auch schon 50 Stück oder so. Mit denen kann ich später noch reden. Hallo. Kultistenscherge.
Aber ich frage mich jetzt immer noch, ich meine, jetzt haben wir die jetzt ausgelöscht, die Quest ist beendet, aber woher kamen die und warum, was machen die? Warum machen die so einen Scheiß? Und woher hatten die die ganzen krassen Waffen? Irgendwie habe ich das nicht mitgekriegt, die Erklärung dafür. Also, so gut dieses Game auch mit so Storytelling angefangen hat, so schlecht ist es inzwischen. Also, schlecht nicht wirklich, aber es fehlen einfach zu viele Informationen. Es sind relativ viele Lücken. Ja, Schweinchen. Ich will mal gucken, ob ich mal hier mal wieder ein bisschen meine Tragekapazitäten erhöhen kann. Aber mir fehlt halt für alles irgendwas. Ich muss da mal ordentlich sammeln. Was gibt's hier? Stolperfalle? Ja, brauche ich jetzt nicht. Inventar. Gut, Rohstoffe habe ich neue. Spezialobjekte. Was ist das da? Aha. Verwendung, Geschäfte mit Händlern. Alles klärchen. Ich habe einen Fertigkeitenpunkt, der hilft mir jetzt auch nicht so dolle weiter. Den behalte ich. Ja, ich würde sagen, na gut, dann quatschen wir jetzt mal mit den beiden und sehen mal, ob wir jetzt noch ein paar Informationen daraus rausquatschen können. Ich werde erstmal mit Val reden hier, mit unserem guten Freund. Du wirst nicht mit uns zurückkehren, oder? Ich glaube nicht. Ich freue mich, dass du deine Ziele erreicht hast, Val, aber ich nicht. Noch nicht. Gut, ich weiß, du musst gehen. Du bist schließlich eine Sucherin. Aber falls du je wieder vorbeikommst... Dann was? Wäre es schön, dich wiederzusehen. Wir versammeln uns wohl in Mutterkrone. Vielleicht sehen wir uns dort. Gut möglich. Wir sehen uns dann. Mhm. Du bist eine gute Kriegerin, Aloy. Rust lehrte dich viel. Ja, der gute Rust. Kanntest du ihn? Vor langer Zeit und gut genug, um zu wissen, dass er ein guter Mensch war. Warum wurde er ausgestoßen? Was war sein Verbrechen? Oh, interessant. Das würde ich dir gerne sagen. Aber nur die Erzmütter scheinen die Geschichte zu kennen. Habe ich auch gehört. Tja, ich sollte jetzt gehen. Danke, Aloy. Möge die Urmutter deine Reisen segnen, wohin sie dich auch führt. Ja, das ist nett. Dankeschön. Was haben wir denn jetzt an Quests noch hier? Wie viele Nebenquests gibt es denn? Die Rache einer Tochter. Rede mit Sulai. Sollen wir das mal machen? Wo ist denn das eigentlich? Sulai ist in Mutterkrone. Naja, da sind die anderen doch auch auf dem Weg hin. Oder sollte ich erstmal hier hoch? Hier waren doch auch Quests. Aufträge. In fremden Landen? Nö. Jagen für die Loge wollen wir jetzt auch nicht machen. Banditenlager gibt es nichts. Brutstätte, verdorbene Zonen haben wir schon abgeschlossen, alle. Tutorials, naja, das hätten uns nicht. Vielleicht später mal. Hm, ich dachte, hier wäre noch irgendwas in der Nähe gewesen. Außer... Stufe 30, warum sind die rot? Weil ich so weit weg bin? Von Stufe 30? okay, Rache einer Tochter. 1300 Schritte ist ja nicht so weit wie das andere. Machen wir das erstmal, denke ich. Da könnten wir auch hinreisen. Und vor allem gibt es da auch einen Händler. Ja, ja, das werden wir machen. Ich werde jetzt hier das nächste Lagerfeuer suchen. Hier war irgendwo ein Lagerfeuer. Da ist ein Lagerfeuer. Da rennen wir jetzt hin. Wo war das? Genau, geradeaus. Hier raus irgendwo. Leute, aus dem Weg. Ich muss raus. War hier da? Das war hier da, oder? Oh, hier ist auch noch was. Ah, hervorragend. So, das Lagerfeuer war links von uns. Ach, toll. Ja. Da ist es doch irgendwo. Hier. Here we go! Lagerfeuer ist da. Und, viel besser ist ja, ich will jetzt, eigentlich hier hinreisen, weil, ja, ich habe jetzt keine Lust, hier rumzurennen. Und da kann ich doch jetzt hier ins Lagerfeuer springen, oder? Genau. Ja. Ab nach Mutterkrone! Wir wollen mit Sulai reden. Die Rache einer Tochter. Gut. Ich finde es gut, sind 10 Minuten schon in der ersten Hauptquest abgeschlossen und
gleich weiter mit dem nächsten, wa? Das muss so. So, wir sind in Mutter Krone. Und das Erste, was wir überhaupt tun, ist jetzt mit diesem Händler zu reden und hier mal richtig alles rauszuhauen, was wir hier mit uns rumtragen. Ich klopp jetzt alles raus. Verkaufen Rohstoffe. Ne, Rohstoffe erstmal. Ja. Doch, Rohstoffe. So. Zünder brauche ich. Schockwachswurzel bräuchte ich vielleicht auch vorher, ja. Fleisch ist auch immer gut. Reinholz brauche ich auch. Draht ist immer wichtig. Habe ich eh zu wenig Schnellreisegepäck. Fettes Fleisch, okay. Reichhaltiges Metallgefäße. Wofür brauche ich das? Ja, ich verkaufe die alle. Und Verkauf. Okay, dann Metallbrand. Munitionsherstellung brauche ich. Also, keine Ahnung. Hau ich auch raus. Lohe. Weg damit, da gibt's anscheinend so viel von. Da habe ich sogar so viel, ey. Kühlsaft ist dasselbe. Ah, weg. Echohülsen, Munitionsherstellung brauche ich nicht. Ah ja, und jetzt hier geht's um die Schlüssel, das alte Klangspiel, hervorragend. Die bringen ja ordentlich was. Bearbeiteter Metallblock. Okay. Und hier die ganzen Dinger hier, das kann man nur... Okay. Gut. Tauschen wir es alles. Gegen Scherben. Objektherstellung? Oh, na dann behalte ich das. Alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist. Die sind echt viel wert hier. Altes Amulett. Ja, dann... 4.885 Scherben, sage ich bloß. Supi. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir uns bei ihm Draht kaufen können, weil den habe ich eigentlich immer zu wenig. Kauf jetzt hier einfach Draht ein, ordentlich. Ja, das reicht. 50 machen wir. So. Das ist super. Und was hat er denn noch so im Angebot? Outfits. Was brauche ich denn für diese... Die Stille oder... Die Beschützerin war doch ganz geil, wa? Die Beschützerin sah eigentlich ganz geil aus. Panzerwandererherz. Oh yeah. 40 Lohe und ein Wächterherz. Ich habe gerade alles verkauft dafür. Scheiße. Hat der Panzerwandererherzen im Angebot? Nee, natürlich nicht. Warum? Ah, Jan. Warum habe ich es nicht andersrum gemacht? Naja, jetzt ist es so. Das ist eine Gratisprobe. Nehme ich immer gern mit. Haben wir da noch was zu verkaufen? Ah, oh shit, Waffen wollte ich noch gucken. Seht ihr was davon? Habe ich wieder gefettfingert hier. Gut, Waffen. Was hat er denn an Waffen? Ein Rassler, was ist das? Bolzenwaffe, okay. Feuert mit jedem Schuss mehr Projektile ab und wird am besten eingesetzt, wenn viele Treffer wichtiger als Präzision sind, kann modifiziert werden. Ich glaube... Boah, Sprengschleuder. Das ist ja geil.
Explosive Bomben mit verschiedenen Auslösemechanismen, die gegen großen Stoß- und Flächenschaden verursachen kann, modifiziert werden. Uiuiuiui. Schattenschleuder. Wow, die sieht fancy aus, Mann. Aber ich wollte jetzt erstmal bei Bogen und so bleiben. Weil das macht irgendwie Spaß. Was habe ich denn für einen Bogen eigentlich? Ich habe einen Kaja-Jägerbogen und einen Kaja-Scharfschussbogen. Ob es nochmal andere Bögen gibt? Weil irgendwie gefallen mir die nicht so dolle. Also, der Scharfschussbogen ist schon ganz geil, aber der andere ist so ein bisschen lame. Na gut, wir haben jetzt erstmal hier alles verkauft. Wir reden jetzt erstmal mit der Tante. Und wo ist die denn? Da oben irgendwo. Und hier gibt es auch noch was zu bequatschen. Wer ist sie denn? Ach, die Verteidigung hält. Naja, habe ich jetzt... Hier draußen weiß der Schnee ganz... Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Who the fuck ist der Metallteufel? Trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Arealinsen sind vielseitig. Na toll, die hatte ich bestimmt. Westlich des Dorfes steht eine Herde. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Ei, ei, Chef. Ja, das können wir gleich mal noch machen. Aber erstmal quatsch ich jetzt hier. Mit Madame, ich will mit dir reden. Solei. Hello, Beauty. Bist du Solei? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte der nur Der Zopf helfen. Ist cool um ihren Kopf gewickelt. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich... Ehrenwort. Gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Was ist bitte jetzt schon wieder der Tagturm? Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt. Das kennen wir doch schon, Mann. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Said, wer ist das nochmal? Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Die nächste Rache, oder was? Ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Tschüss, ey. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Schnipp, schnapp, oder was? Bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ja, dann ich halte mal die Augen auf, wa? Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Klar, ich bringe jeden für dich um, Kollege. Behandle die Sache vertraulich. Ja. Werde ich. Psst, Ehrenwort. Versprochen. Again. Alles klärchen. Okay, das ist ein bisschen lame. Oh, mein Gott. Was nehme ich denn jetzt hier? Tagturm will ich nicht. Ich will jetzt erstmal hier die Aufträge machen. Der Vorratsengpass. Der ist jetzt am easiesten, glaube ich. 150. Shit. Ja, weg da. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier raus und dann hier rum, alles klärchen. Huch. Ich war selbst schon. Ich konnte dort nicht sein, bis der letzte von uns gefallen ist. Es gibt also zwei Subziele. Ah, hier geht's lang, oder was? Rauben wir noch ein paar Metallscherben von den armen Kollegen hier. Ups, beinahe runtergefallen noch. Sammle eine Lanzenhornlinse und 9 Kühlsäfte. Achso, hier sind die Lanzenhorner. Direkt voraus. Huch. Nee, ich muss erstmal schauen. Wo ist denn hier die Schwachstelle? Die Hörner und das Ding hinten. Oh, fuck.
Was willst du denn, Kollege? Gut, dann machen wir dich kalt. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich das... Fucking hell! Ich hätte den doch überbrücken sollen. Jetzt im Nahkampf? Nein, 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 das machen wir nicht. Oh, keine Munition. Super, dass ich mir alles jetzt verkauft habe, was ich normalerweise brauche, um Pfeil und Bogen herzustellen. Super, Jan, das war super clever. Maschinenkill. Vielleicht kann ich jetzt wieder Pfeil und Bogen Bögen herstellen. Mein Gott, ich bin auch manchmal ein Vollhorst. So, ich habe eine Sägezahnlinse gefunden, aber das ist keine Lanzenhornlinse. Das hat schon meine Mutter erkannt. Und wo sind jetzt die anderen Lanzenhörner hingejumpt? Mein Gott. Wenigstens kann ich die bauen. Oh. Wo sind die hin? Hier oben buddelt einer. Da hinten ist einer. Naja, komm. Rennen wir hier mal eben um die Ecke und gucken mal, ob die mit uns spielen möchten. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen... Ups. Halte Abstand. Meine Fresse. Woo! Oh! WTF, Mann! Alright, den habe ich. Lanzenhornlinse ist da und 6 Kühlsäfte haben wir auch schon. Und andere... Wo ist der andere geschoben hier? Der wird doch bestimmt auch noch das eine oder andere Mittelchen mit für sich führen. Ja, Mann. Bauen wir erstmal hier alles nach. Das war ja einfacher als gedacht. Aber immer noch schwieriger als hätte es sein müssen. So. Ach, oh, da fehlt noch einer. Scheiße, Alter. Wo ist denn hier noch einer? Ich muss hier mal irgendwie eine erhöhte Position finden, um zu schauen. Da ist noch einer. Und jetzt schön mit 2 Pfeilen. Voll auf die Mütze. Ja, so geht das. 3 Pfeile. Und down ist das Vieh. So. Und jetzt haben wir alles. Und jetzt brauche ich, muss ich die Signalpfeile zu Ohren bringen. Das ist ja auch um die Ecke. Das geht da hinten ab. Huch. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Number one.
Ah, das ist echt geil. Mit den Doppelpfeilen. Na, jetzt ist das Ding auch down. Da kommen sie. Oh! Gotcha. Na komm, steh auf. Hehe, voll auf die Nuss. Oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Voll der Kopfsprung ins kalte Wasser. Ich habe schon zu viel dabei. Hm? Ach so, ich könnte, ja. Naja, wenn ich das nächste Mal deine Mutter Krone bin, werde ich mal so ein bisschen gucken, ob ich noch das eine oder andere modifizieren kann an meiner Ausrüstung. Und ich muss auch noch ein bisschen wild jagen, damit ich meine Tragekapazitäten erhöhen kann. So viel, an was es, was ich denken muss noch. Aber hier, die Präzisionspfeile sind echt der Wahnsinn. Die sind so mega geil. Also, laufen wir jetzt im Südturm, dem sogenannten Südturm, und überbringen Orn mal seine... Was für ein Mega-Vieh, eben sage ich noch, ich brauche Wild. Bam. Knochiges Fleisch, alles drei verschiedene Fleischsorten hat das Vieh an sich dran. Das ist ja schöner als im Edeka oder so. Warum ist der Turm, wie geht's da hoch? Hier. Es wird bestimmt wieder so eine Boulder-Kletterpartie, genau, ich habe es mir schon gedacht. Wommern, wupp. Und alle hopp. Einfacher als gedacht, wenn man Aloy heißt. Und hopp. Komm, schwing die Hüften. Und gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt sind wir bei Orn. Und Orn wird so froh sein, dass wir da sind. Plündern erstmal noch seine Vorratskiste, damit der gute Mann nicht mehr so viel rumzwingen hat. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst. Die beste, okay? Der beste... Ich weiß, ich bin jung, Spruch schlechthin. Musst du gerade sagen, Alter. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Ja. Steige zum Wachturm hinauf? Warum? Zu welchem Wachturm? Ich wollte doch jetzt zurück nach Mutter Krone, wa? Ja, genau. Naja, dann hier runter. Vamonos, Venga! Woo! Geil. Schade, dass es regnet. Hinauf? Ich denke, die wollen, dass ich vom Wachturm hinabsteige, aber keine Ahnung. Oder muss ich in Mutterkrone jetzt... Wo ist der Truthahn? Da hinten ist was. Ah, ich muss aber hier lang. Nichts zu sehen. Da hinten läuft was. Etwas Großes. So. Liegst du gut. Ja, da liegst du auch gut, Fräulein. Ah, shit. Ich sollte meine Präzisionspfeile nicht so vergeuden. Ja, lass sie, dann rennen sie halt weg.
Ich habe hier auch alle wieder niedergestreckt. Ich muss ja hier wieder ordentlich Sachen sammeln. Damit ich die ganzen Rohstoffe, die ich verkauft habe, ausgleichen kann. So, aber jetzt können wir langsam aber sicher uns zurückbegeben nach Mutter Krone. Und ja, den Quest hier auch abschließen. Da ist noch ein lootbarer Graser. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, Gewebe, Eisschutz, bla bla bla. 7% ist nichts, lassen wir liegen. Und dann machen wir jetzt über den Fluss auf den Weg. Da hinten sind noch mehr, aber ich glaube, ich habe erstmal genug. Huch. Da muss ich doch lang. Hier geht's rein. Hoppa. Und schon haben wir es doch geschafft. Gleich ist der Quest durch. Wo ist Sona? Ups, Händler? Ah, erstmal Sona jetzt. Quest abschließen. Und dann sollte das auch erstmal reichen. Wo geht's? Wie geht's hier hoch? Doch bestimmt von drinnen, hä? Soll ich hier hoch? Nein. Ach, da hoch muss ich. Alles klar. Hier. Vamonos! Die hat einen Speed drauf, diese Hängeleiter da hoch, Alter. What? Geiler Jump, Mann. Nur am... Oh, wie nice. Oh, schaut euch das an. Oh! Huch. Ja, vor schönen Eindrücken fast noch gestorben. Die Sprünge sind echt der Wahnsinn. Und da ist sie. Aber jetzt, wie? Ihr kennt das schon? Oh, shit. Ich habe die Lanzenhörner gejagt und die Teile gebracht, wie du wolltest. Gut. Unsere Näher und Handwerker haben schon wunde Finger. Ich erledige das selbst. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Korrekt. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Allzeit bereit, immer bereit. Alles klar. Und die Vorratskisten sind anscheinend unsere kleine Belohnung. Schön. Dann basteln wir erstmal Pfeile wieder. Und dann war's das erstmal für heute. Wir sind mit dem Quest auch durch. Genießen noch schön den Ausblick. Ah, klasse. Bis demnächst.